Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's sein Rhythmus, als gäb's sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grip Bike Edition. Ich bin hier in Spanien, in Tarragona. Hinter mir die Objekte der Begierde. Das ist die neue Speed Triple R. Und ich freue mich jetzt auf eine schöne runde Landstraße. Da gucken wir jetzt einfach mal, was geht, wie sich das Motorrad anfühlt, wie sich der Motor anfühlt. Es gibt einige Änderungen, dazu kommen wir später. Ich hätte gesagt, wir fahren jetzt einfach mal los und kommt doch mal mit. Wir sind jetzt Richtung Berge gefahren, das war total entspannt und ich sag mal so, dieser kraftvolle Dreizylindermotor, der kann auch vom Hausarzt verschrieben werden. Also es könnte eine heilende Wirkung haben. Du bist total relaxed, du hast immer Druck aus jeder Ecke raus. Natürlich so ab 3500, 3800 Umdrehungen geht die Post ab. Ich bin allerdings jetzt im Road-Modus gefahren, erstmal zum Eingrooven. Den Sportmodus, den schalte ich später ein und da bin ich ja mal gespannt. Wir fahren nämlich jetzt von hier aus mal so langsam Richtung Rennstrecke. Jetzt gibt es erst noch ein paar schöne Fahraufnahmen und wir sehen uns auf dem Track. Bis später, tschüss. But your head will stop the sides from caving in. Now you're a ghost in this town and still so hard on the ice. Ich bin jetzt im Sportmodus gefahren. Du kannst auch während der Fahrt umschalten und quittierst es mit der Kupplung. Einmal Kupplung ziehen und das nächste Programm ist drin. Total geil, wir haben jetzt eine richtig schöne Runde gedreht. Das Kittelchen ziehe ich jetzt aus und wie ihr seht, Heizdecken. Wieso brauchen wir Heizdecken? Wir fahren auf die Rennstrecke. Jetzt haben wir im Prinzip mal so ein bisschen ausprobiert, was das Motorrad kann. Ich bin den Road-Modus gefahren und den Sport-Modus. Und hier so beim Einbiegen auf die Strecke habe ich mal gemerkt, dass die Traktionskontrolle geleuchtet hat. Aber gemerkt hat man nichts. Wir haben hier dieses Ride-by-Wire. Von daher läuft es wirklich ganz smooth ab. Bis jetzt gibt es erstmal einen Daumen hoch von mir. Verarbeitung ist schön, auch wenn man sich mal so ein bisschen bückt. Das sieht alles sehr ordentlich aus. Ja, die Reifendimension. Wir haben hier eine 6 Zoll Felge und da ist ein 190, 55, 17 montiert. Vorne haben wir ein 120, 70, 17. Das ist so Standard, was man eigentlich so fährt und meine Reifen werden gerade vorgeheizt. So, während die Reifenwärmer jetzt drauf sind und die Reifen vorgeheizt werden, schmeiße ich euch noch so ein paar Zahlen an den Kopf. Wir haben hier im Prinzip zwei verschiedene Modelle. Die Speed Triple, die neue, die wir hier jetzt fahren, ist die R. Es gibt aber auch eine S-Version, die unterscheiden sich aber nicht eklatant. Bei der S ist es so, dass man lediglich ein anderes Fahrwerk hat. Die Speed Triple S kostet 12.500 Euro und die Speed Triple R kostet
14.200 Euro. Dieser Mehrpreis ist durchaus gerechtfertigt. Wir haben hier eine Ölinsgabel, wir haben den TTX-Dämpfer im Heck, der sauber arbeitet. Ich meine, ihr kennt euch aus, ihr wisst, dass Ölins eine sehr, sehr gute Wahl ist. Was sind noch die Unterschiede? Natürlich ein Carbon-Kotflügel, eine Carbon-Applikation am Tank runter. Das sind natürlich Features, die man früher oder später sowieso erneuert. Wieso nicht direkt hier oben ins Regal greifen? So, jetzt geht's los auf die Rennstrecke. Ich find's ja mega geil. Hier, da ist die GoPro drauf und ich nehme euch jetzt mal mit. Bis gleich. So Leute, ich nehme euch jetzt mal mit auf eine Runde Kanafahrt. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Bringen Sie Ihre Rückenlehne in eine aufrechte Position. Die Fahrt beginnt jetzt. Gleich. Dankeschön und los geht's. So, Einfahrt auf die Strecke. Schön raus beschleunigen. Das ist jetzt die erste fliegende Runde. Ende Zielgerade in die Links einbiegen. Hier geht so eine kleine Senke runter. Schön lange außen bleiben. Jetzt in die Rechts rein. So, hier hockt schon mal einmal alles auf. Raus, beschleunigt, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang. Und kurz beschleunigen, schon wieder anbremsen auf eine Haarnadelkurve. Links rum, auch hier lange außen bleiben. Innen rein, raus, zweiter Gang, ausgedreht, dritter Gang, vierter Gang. So, hier gibt es eine Kompression, Wechselkurve in die Rechts rein. Gleiches Spiel, lange außen bleiben, gleichmäßigen Radius fahren. Früh schon wieder ans Gas gehen, dritter Gang, vierter Gang. Es gibt hier eine kleine Kompression, Bodenwelle, Kombination Linkskurve, Rechtskurve. Beschleunigen, wieder in die Rechtskurve. Die ist relativ lang gezogen, schnell umlegen in die Links. Und jetzt kommt die Kurvenkombination. Rechts, links. Lange den Linksbogen fahren. Dabei hochschalten in den nächsten Gang. Anbremsen in die Rechts. Hier bleiben wir im dritten. Das war jetzt ein bisschen langsam. Lass mich hier weit raustragen. Hier ist die Blickführung ganz wichtig. In die Rechtskurve rein. Hier hat auch wieder alles gestriffen. So. Raus beschleunigen auf die Zielgerade. Wir haben jetzt schon 200 km/h, 215 anbremsen und ja, in die Kompression. Das ist jetzt die erste fliegende Runde. Okay, wunderbare Strecke hier. Das ist echt ein Traum, Leute. Runde auf der Strecke, total geil. Wir haben hier ein Motorrad, was 192 Kilo trocken wiegt. Das merkst du aber eigentlich nicht auf der Strecke. Das Einzige, was ich hier zu bemängeln habe, ist, dass die Sitzbank was rutschig ist. Du kannst dich nicht so richtig drauf halten. Aber das, wenn das Einzige ist, also das kann man ändern mit einem anderen Bezug oder so. Wenn ich mal davon ausgehe, dass man 90% auf der Straße unterwegs ist, ist eh alles gut. Man muss ja irgendwo einen Schwerpunkt setzen. Ein maximales Drehmoment von 112 Newtonmeter bei 7800 Umdrehungen, das ist eine Ansage. 140 PS, die sind komfortabel. Wenn man bedenkt aber, dass die 90% der Fahrer auf der Straße fahren als Alltagsmotorrad, das ist absolut in Ordnung. Also da kann man mit leben. Es gibt natürlich ein Segment, was hier hart umkämpft ist. Also es gibt Konkurrenten, die mit viel mehr Leistung glänzen. Aber ich muss sagen,
sagen, es ist so angenehm fahrbar, das Motorrad, dass das jetzt eigentlich nicht ins Gewicht fällt. Wir haben zwei verschiedene Abgasanlagen im Programm. Von Aero eine 3-in-1, leider ohne TÜV, und eine 3-in-2 mit rausnehmbaren dB-Killern. Sehr geil. Zwei Farben, einmal grau und einmal in weiß. Was ich geil finde, der Schaltautomat ist nachrüstbar. Plug and Play, so muss das sein. Wäre natürlich schön gewesen, dass so ein Schaltautomat serienmäßig bei einer R drin ist. Man muss nicht unbedingt haben, wenn man mal auf die Rennstrecke möchte, ist das natürlich eine feine Geschichte. Für die Straße ist es eigentlich, kann man machen, muss man aber nicht. Jetzt habe ich den Uli neben mir stehen, Uli Bonsels. Hi Jens. Grüß dich. Hi. Jetzt stehen wir wieder da und quatschen über Motorräder. Mal wieder. Die Speed Triple hat ja eine lange Geschichte eigentlich. Also erzähl uns doch mal so ein bisschen über die Historie von dir. Ja. Die Speed Triple ist fast so lange im Programm wie ich. Okay. Ich habe im Januar 92 bei Triumph angefangen, die Speed Triple 94. Und dann war der nächste große Schritt 1996, als die T509 gekommen ist, die mit den Doppelscheinwerfern, du erinnerst dich? Ja, genau, dann ist es alles kompakter geworden. Ja, und das Motorrad sah ja wirklich aus wie ein gesprengtes Superbike. Ja, ne? ja. Und damit war sie natürlich noch radikaler und noch mehr in dieses Segment fokussiert. Ja, und sie hat dann über die Jahre eine Entwicklung genommen. Das letzte Update, das größere, war 2011. Ja. Jetzt stehen wir vor der neuen, die wir heute gefahren sind. Die neue, mit vielen, vielen Änderungen. Selber haben wir es gefahren. Ich bin Fan von großen Motoren. Also ich würde mal sagen, für die Rennstrecke mag ich es lieber klein und leicht, wie das T-Triple-R, die wir im Cup fahren. Für die Landstraße, muss ich sagen, ist das vollkommen genial. Dieser Bums, den der Motor hat, dieses Drehmoment, diese Souveränität, die das Motorrad ausstrahlt, dieses satte Fahrgefühl, was ich heute selber erlebt. Mega, Leute, mega. Macht auf jeden Fall einen Probefahrtermin aus. Du fährst auf der Landstraße, du traust eigentlich auch einem Beginner, das zu fahren, zu. Absolut. Auf der Rennstrecke das gleiche Ding. Ja, ganz, ganz finale Frage, wann kann man sie kriegen? Wann ist sie im März schon? Ist im März schon im Handel. Sowohl die Standard, also die Speed Triple S, wie auch die Speed Triple R. Perfekt. Beim Händler vorbeischauen. Vorbeischauen? Mir hat's getaugt. Ich sag mal wieder, macht es gut, Leute. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt vielleicht noch einen Kommentar rein. Ich danke dir für die Einladung. Danke fürs Kommen. Ja, Grip Bike Edition. Das war's schon wieder, Leute. Wir machen noch ein bisschen Party, hätte ich gesagt. Danke dir. Machen wir. Tschüss.